Herzlich willkommen, liebe Freunde. Mein Name ist Jivako. Heute ist Montag, der 16. Januar. Und morgen wird es eine weitere Ausgabe der Wochenschau geben. Wie üblich, am Abend um 20.20 Uhr geht es los. Und wenn du möchtest, sei dabei. Ich werde dazu im Verlauf dieses Videos hier noch ein paar Sachen sagen. Erstmal möchte ich mit dem Inhalt der kommenden Wochenschau beginnen. In der letzten Wochenschau hatte ich mich mit der Person William Toll beschäftigt. Mit dem, was er so gemacht hat im Leben. Und damit wollte ich aufzeigen, wie er betrachtet werden kann. Und es ging auch um die Thematik seiner Vorhersage für die Zeit vom 14. Januar an. Jetzt befinden wir uns in dieser 40-Tages-Periode und der eine oder andere mag sich nun fragen, ja, was ist denn jetzt? Es ist doch alles wie gehabt. Vielleicht lag er falsch. Und dieser Frage möchte ich morgen auf den Grund gehen, mit euch zusammen. Es wird wie immer die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen und verschiedene Realitätsbereiche in dieser Weise auszuleuchten. Ich werde auch noch ein weiteres Thema ins Feld setzen, um es zu beleuchten. Und das ist die Thematik von Sekten. Ja, tatsächlich, Sekten. Was ist das eigentlich? Wie entsteht die Wahrnehmung einer Sekte? Denn das ist im Augenblick auch ein Thema. In der Zwischenzeit ist es ja so, dass sogar das Konzept der altbekannten Waldorfschule in das Visier der Medien geraten ist. Das heißt, auch dieses Konzept wird in der Zwischenzeit als Sekte bezeichnet und in den Medien als solche dargestellt. Warum ist das so? Wie kommt das Phänomen zustande? Darauf möchte ich eingehen. Dann möchte ich auch eingehen auf den Ernst Wolf beispielsweise. Den dürften auch einige von euch kennen, die sich damit beschäftigen, wie sich die Welt derzeit entwickelt und in welche Richtung. Das hat natürlich dann auch zu tun mit der Person Klaus Schwab vom WEF, also World Economic Forum. Der trifft sich ja derzeit auch wieder mit führenden Köpfen der Zeit, um seine Agenda voranzutreiben. Das möchte ich auch gerne beleuchten. Die Rolle der Politik. Worum geht es dabei eigentlich? Wofür sind die Politiker überhaupt gut? Was ist ihre Aufgabe? Sind sie wirklich schlecht und dumm, wie das von vielen behauptet wird? Oder spielen sie ihre Rolle in Perfektion, und zwar jene Rolle, die ihnen geschrieben wurde. Und wer überhaupt hat diese Drehbücher geschrieben? Das ist ein weiteres Thema, was ich gerne mal beleuchten möchte. Und natürlich auch die Frage, wo soll es hingehen? Zum Beispiel das Konzept der sogenannten 5-Minuten-Stadt.
weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Bei der 5-Minuten-Stadt geht es im Wesentlichen darum, die Stadt an sich in eine grüne Oase zu verwandeln, in der nicht länger Dreckschleudern durch die Gegend fahren, also Autos, in der alles zu Fuß erreichbar ist innerhalb von 5 Minuten. Das klingt natürlich sehr schön und das gefällt auch vielen, so eine schöne grüne Oase. Doch was bedeutet das eigentlich? Ja, wo soll es hingehen in Zukunft? Und wenn ich die Frage aufwerfe, wo es in Zukunft hingehen soll, dann ist das eigentlich eine Frage an dich, wo du hier gerade mir lauschst. Wohin soll es für dich gehen? Wohin möchtest du zukünftig gehen? Was ist dein Plan für die Zukunft? Was ist deine Vorstellung für die Zukunft? Und ich behaupte, dass es von dir und deiner Vorstellung abhängen wird, wie sich deine Zukunft gestaltet. Viele haben keine genaue Vorstellung von dem, wie sie sich die Zukunft vorstellen. Viele Menschen genügen sich darin, zu fürchten, sich vor der Zukunft zu fürchten und über die vorgestellten Zukunftsvarianten in Angst und Schrecken zu geraten. Das geht sehr leicht. Da genügt es, wenn man das alles zur Kenntnis nimmt, was derzeitig über die Medien dargestellt wird. Und dann sitzt man dann in seinem Sofa zu Hause in Angst und Schrecken. Und was daraus erwächst, ist klar aus meiner Sicht, nämlich genau das, was geplant ist von Seiten derjenigen, die im Augenblick die Kontrolle über die Medien innehaben. Das Leben zu Hause in Angst und Schrecken auf dem Sofa ist ein Leben in Haft, ein Leben in sogenannter Wohnhaft. Und ich bezeichne so ein Leben nicht als Leben tatsächlich, denn ich verstehe unter Leben aktives Handeln, Schöpfen, Wirken. Also aktives Wirken für eine Realität, die genau so ist, wie sie von demjenigen, der sie schöpft, entwickelt wurde. Ja, das sind so die Themen. Ein weiteres Thema, was ich an dieser Stelle schon hier ins Feld setzen möchte, ist das kommende Online-Menschentreffen. Es gab bisher 2 große Online-Menschentreffen in der Vergangenheit. Da waren ungefähr ca. 150 Menschen online zugegen und haben sich genau mit der zuvor angesprochenen Thematik beschäftigt. Der Schöpfung einer Realität, die dem Willen derjenigen entspricht, die an diesen Treffen teilgenommen haben. Und das kommende Online-Menschentreffen wird sich mit der Thematik beschäftigen, wie ist die Bilanz der letzten 3 Jahre? Was ist daraus erwachsen für die Menschen? Und das ist sehr unterschiedlich, was erwachsen ist. Und in diesem Zusammenhang möchte ich dich schon mal vorab dazu anregen, dich
in aller Ehrlichkeit mit der Frage zu beschäftigen, was für dich aus den letzten 3 Jahren erwachsen ist. Und ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass für mich in den letzten 3 Jahren sehr viel Gutes erwachsen ist. Und das war kein Zufall. Für viele andere ist gar nichts Gutes erwachsen. Einige sind sogar schon tot. Und dieses geplante Online-Menschentreffen ist an all jene Menschen gerichtet, die am Leben interessiert sind und die nicht um ihr Leben kommen wollen, sondern die sich etwas Erbaulicheres vorstellen können. Es wird ein ganz konkretes Menschentreffen sein, was dir konkrete Mittel in die Hand geben wird, die du für dich, dein Leben und deine Schöpfung nutzen kannst, um aktiv handeln, wirken und schöpfen zu können. Und wenn dich das interessiert, dann wirst du schon bald mehr Informationen dazu bekommen von mir. Ich werde da vermutlich wieder einen Film machen, um das nochmal genauer zu erläutern. Und es wird auch Informationen auf der Internetseite der Grenzenlose Raum geben. Und diese Internetseite, die möchte ich dir schon jetzt ans Herz legen, denn da kannst du dir anschauen, was der gleichnamige Verein, so ist halt die gegenwärtige Form dieses Feldes genannt, was da so stattfindet, worum es dabei geht. Und du wirst auch herausfinden können, ob das ein Feld ist, in dem du einen Nutzen ziehen kannst für dich und für dein Leben. Und das soll es an dieser Stelle sein für heute. Ja, vielleicht noch kurz angemerkt, ich bin gestern wieder hier in meiner polnischen Heimat angekommen und bin im Augenblick dabei, diesen Körper wieder aufzuladen. So habe ich gestern erstmal ein langes Bad genommen. Und den heutigen Tag werde ich mich einerseits mit der Planung der morgigen Wochenschau beschäftigen und andererseits ganz, ganz wichtig mit der Aufladung dieses Körpers hier, damit er in der Kraft ist. Denn ohne körperliche Kraft, ohne Aufladung, da geht gar nichts, sag ich. Für mich und vor dir. Und ich sage es auch für dich. Es ist sehr, sehr, sehr wichtig, dass du dich darum kümmerst, im Guten zu sein, in der Selbstverbundenheit zu sein und dadurch in der Kraft zu sein, die es dir erlaubt, trotz allem, was da draußen in der Welt vorgestellt wird, in der Ruhe und der Klarheit zu sein. Denn nur aus der Ruhe und Klarheit heraus wirst du handlungsfähig sein können. Und auch zu dieser Thematik, wie du für dich sicherstellen kannst, in der Kraft zu sein, werde ich in Zukunft noch mehr zu sagen, wissen und auch morgen in der Wochenschau ganz konkret. Und dann war noch ein letzter Punkt, den ich zur Sprache bringen möchte. Es gibt einen neuen YouTube-Kanal, der heißt Das Ende der Besatzung. Und diesen Kanal habe ich eröffnen lassen, um das Buch mit dem Titel Das Ende der Besatzung
in die Öffentlichkeit zu stellen, also dir zur Verfügung zu stellen, damit du etwas Gutes daraus machen kannst. Es gibt bislang ein Eröffnungsvideo auf diesem Kanal. Das werde ich verlinken unterhalb dieses Videos hier, beziehungsweise ich werde es einblenden da oben. Entweder war die Einblendung schon oder sie kommt noch, das kann ich jetzt nicht sagen. Und ich habe auch schon bis Kapitel 3 eingelesen und das werde ich heute im Laufe des Tages veröffentlichen. Von daher, wenn du Lust hast, schau heute Abend mal in diesen neuen Kanal rein. Da gibt es im Augenblick 40 Abonnenten. Und das kannst du dir auch überlegen, ob du den Kanal abonnieren willst, denn dann wirst du darüber informiert, wenn ich ein neues Kapitel hochgestellt habe. Und das Buch ist aus meiner Sicht fantastisch. Das Buch der Macht ist auch fantastisch. Und dieses Buch jetzt, das Ende der Besatzung, es beleuchtet alle relevanten Ebenen und Themen dieser Zeit. Und es kann dir eröffnen, was im Augenblick läuft, wie es zustande gekommen ist und wie du damit umgehen kannst, mit dem Ziel, in die Freiheit, in die Souveränität zu kommen. Das hängt alles von uns ab, den Menschen, von den Menschen, die sich der Wahrheit in aller Ehrlichkeit stellen wollen, von denen wird das abhängen. Und was die anderen betrifft, die sich nicht der Wahrheit stellen wollen, ja, das ist traurig, doch auch wahr, die finden sich nicht selten in Todesanzeigen der Zeit. Und es ist davon auszugehen, dass es nicht weniger werden. Von daher, schau rein morgen in die Wochenschau, schau rein in den neuen Kanal, das Ende der Besatzung und merke dir das Menschentreffen, das Online-Menschentreffen vor. Und sobald wie möglich werde ich mehr dazu zu sagen wissen. Ich wünsche dir einen schönen Tag und freue mich darauf, dich morgen in der Wochenschau zu treffen. Also bis dahin, Tschüssikowski aus dem schönen Gedingen. Hab's gut. Tschüss.